Ja, Leute, lang ist es her, um genau zu sein, irgendwie 6 Monate, also ein halbes Jahr. Aber es geht heute wieder um Duel Links. Doch, warum eigentlich? Naja, es gibt sehr viele neue Sachen und es hat sich sehr, sehr viel verändert. Und ich finde, das macht Duel Links auch so interessant, eben weil es so viele Veränderungen gibt und weil es eben dadurch auch spannend bleibt. Doch, was gibt es eigentlich an neuen Sachen? Bevor wir das Ganze erwähnen, erstmal an die Leute, die noch nie Duel Links gespielt haben. Ich habe bereits mal ein Video dazu gemacht, wie du am besten mit Duel Links anfangen solltest. Das Video ist immer noch aktuell, klickt einfach mal aufs i, dort ist das Video verlinkt, beziehungsweise es wird jetzt hier auch aufgeploppt. Also, falls du neu anfangen willst, einfach mal eben auf das i klicken, beziehungsweise in die Infobox gucken, denn dort ist das Spiel selbstverständlich natürlich auch verlinkt. Aber was gibt es eigentlich so zu entdecken? Naja, Events. Falls ihr euch jetzt anmeldet, nehmt ihr automatisch an 2 Events teil, die ziemlich cool sind und sehr viele coole Sachen für euch bereithalten. Zum einen gibt es da einmal die täglichen Belohnungen, wenn ihr euch einloggt, weil es Arc 5 in Duel Links gibt. Ja Leute, Arc 5 gibt es als Welt jetzt in Duel Links, was natürlich bedeutet, dass Pendulum auch in Duel Links vorhanden ist. Und falls ihr euch fragt, wie das Ganze funktionieren soll, naja, genauso wie im normalen TCG. Ihr braucht natürlich 2 Pendel-Scales und mit diesen 2 Pendel-Scales könnt ihr dann pendeln. Und ja, es gibt nur 3 Zauber- und Fallenkartenzonen in Duel Links, sprich 2 davon sind Pendelzonen und in die eine könnt ihr noch Zauber- oder Fallenkarten aktivieren. Ich finde das Ganze ziemlich interessant und auch irgendwie ziemlich lustig, eben weil der Platz eben so beschränkt ist. Aber das Wichtigste für euch ist einfach, dass ihr eben durch dieses Event 6 Tickets bekommt. Mit diesen Tickets könnt ihr euch Karten holen, was immer ziemlich cool ist, denn ja, Kartentickets kann man nie genug haben. Und natürlich gibt es noch ein Event und zwar aktuell gibt es das neue Event, denn Yu-Gi-Oh! Duel Links wird 5 Jahre alt und dort gibt es natürlich das 5-Jahres-Event. Was bedeutet das für euch? Naja, zum einen, Wiedergeburt gibt es jetzt in Duel Links. Und ja, Wiedergeburt. Die alte historische Karte, Wiedergeburt. Und sie ist zu Beginn auf 1, sprich, ihr könnt sie nicht 3-mal spielen, sondern nur 1-mal. Aber wie gesagt, diese eine Kopie bekommt ihr halt eben gratis geschenkt, was schon mal sehr, sehr cool ist. Zusätzlich bekommt ihr natürlich auch Kartentickets, sprich, auch hier könnt ihr euch weitere Karten holen, die ihr eben für eure Decks braucht. Oder ihr holt euch einfach eben Karten, die man allgemein so gebrauchen könnte. Wie zum Beispiel Karten, die dementsprechend sind wie Schicksalsschlag oder eben auch heimtückische Fallgrube. Doch, das sind natürlich nur die Events, die gerade laufen. Ihr fragt euch natürlich sicherlich, was für Decks gibt es und dort gibt es auch viele verschiedene neue und vor allen Dingen coole Decks. Aber welche Decks sind denn jetzt neu? Naja, seit der neuen Box gibt es unter anderem Burning Abyss, also brennender Abgrund in Duel Links und zusätzlich gibt es auch Yangxing ebenfalls in Duel Links. Das sind natürlich 2 Archetypes, die eine große Beliebtheit haben und daher natürlich sehr cool, dass das Ganze jetzt ebenfalls eben in Duel Links gibt. Außerdem hat Buster Blade endlich ihr Synchro und ihr Fusionsmonster bekommen, sprich auch Buster Blader kann man jetzt komplett spielen und zusätzlich zu Buster Blader gibt es aktuell auch ein neues Structure Deck, was eben rund um Buster Blader ist und zusätzlich ist da die coole Karte Defusion drin, was eine sehr spielstarke Karte ist, da viele Decks unter anderem auf Fusionsbeschwörung setzen. Außerdem als neue Box gibt es die Selection Box Nummer 5 und dort ist unter anderem die Karte Schwarzglänzer Soldat Gesandter des Anfangs drin, was eine ziemlich starke Karte ist und außerdem sind da auch noch andere Karten drin, wie zum Beispiel Bodenlose Fallgrube, die man ja auf jeden Fall aus der Vergangenheit kennen sollte, zumindest aus dem TCG. Außerdem gibt es noch einen anderen Fan-Favorite-Archetype und zwar Cyberdragon. Ja, Cyberdragon gibt es ebenfalls in Duel Links, was mich auch sehr freut, denn ich mag das Deck-Thema sehr und spiele es auch selber. Das Problem ist, dass ich noch nicht alle Karten habe und mir noch der Skill fehlt. Und ja, das klingt falsch, aber in Yu-Gi-Oh! Gibt es ja Skills bzw. Fähigkeiten und da fehlt mir eben noch der passende für eben das Cyberdrachen-Deck. Aber dennoch macht das Deck sehr, sehr viel Spaß und selbst in Ranked hat dieses Deck auch eine Chance und ich bin schon damit gut hochgeklettert, muss man sagen. Doch was gibt es aktuell noch zusätzlich? Naja, bis zum 25.01. gibt es zurzeit eine Sale-Aktion, bedeutet, dass alle alten Booster-Sets bzw. Structure-Decks jetzt billiger zu haben sind, sprich, das Ganze kostet eben weniger Edelsteine, bedeutet also, ihr kriegt mehr eben für eure Edelsteine, was ziemlich cool ist, also ranhalten, denn das Ganze zählt nur noch bis zum 25.01. Also ihr seht, es hat sich eine Menge im Spiel getan und ich finde, das ist auch die Stärke von Duel Links, denn das Spiel ist sehr dynamisch und eine Karte kann ein altes Deckthema wieder komplett spielbar machen, was einfach sehr schön ist, dass man dann auch eben mal ab und an ältere Deckthemen spielen kann. Zum Beispiel ist Harp hier gerade wieder ein sehr spielstarkes Deck in Duel Links. Außerdem ist es eine schöne Abwechslung zum normalen TCG, dass man einfach auch mal ältere Archetypes aus dem TCG spielen kann und die dort eben, zumindest jetzt in Duel Links eben, sehr spielstark sind. Also, wie gesagt, das Spiel ist in der Infobox, dort ist ein Link, dort könnt ihr das Ganze natürlich runterladen und
Und falls auch du mal gegen mich spielen möchtest, schaut einfach mal in meinen Streams vorbei, denn dort spiele ich aktiv Duel Links und spiele auch gegen Zuschauer. Letztens habe ich gegen viele Zuschauer gespielt, da haben wir sogar bis 1 Uhr morgens gespielt, weil eben jeder drankommen wollte und ihr wart doch ein bisschen mehr, als ich das erwartet habe. Aber es war ziemlich lustig, waren schöne Duelle dabei. Aber jetzt für dieses Video heißt es erstmal, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und vor allen Dingen noch viel Spaß beim Duellieren.